So, was machen wir jetzt, Leute? Hä? Was ist jetzt am Start? Was wollen wir jetzt machen? Was schützen wir euch nicht? Aber was fehlt denn hier eigentlich noch? Hier haben wir unplatzbar überall. Da haben wir unplatzbar. Da haben wir. Oh, Flussbett auf unplatzbar fehlt noch. Dann würde ich sagen, machen wir Flussbett auf unplatzbar. Wie sieht denn die Map aus? Könnte man eigentlich den Dings dazu benutzen, ne? Den Tank dafür. Ja, wenn er mal gerade ausschießen kann, ist das eine super Sache. Was ist deine mittlerweile der Ansicht um den ganzen Tumult bei Ouch of Chimps? Was ist deine? Boah, Heta, ich würde dich echt mal bitten, pass mal auf, was du schreibst. Also irgendwie, ich kann dich ganz oft nicht lesen, weil ich habe keine Ahnung. Was wäre super nice, wenn du mal vorher guckst, ob deine, das, was du geschrieben hast, huch, ob das auch das ist, was du schreiben wolltest. Weil ich verstehe das ganz oft nicht. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Sorry, aber dann würde ich dir super gerne auf deine Fragen antworten. Wieso kann nur der Dartaffe 004 Headshots machen? Boah, wieso nicht? Weil das gelernt hat durch 004. 40 Minuten früher reingeschrieben. Ja. Ist so, ne? Wir sind jetzt bei 1 Stunde, ne, 52 Minuten Stream. Oh, das ging aber relativ fix. Wir haben unplatzbar gemacht, 100 Runden, Schimpansenmodus. Und eine Mittel-Ouch-Mission, das ist heftig. Das ist echt effizient gewesen bisher. Nicht schlecht. Muss ich mal ein bisschen selber loben, ne? Du musst mal die Leute pingen, Dacke, sonst sieht das niemand. Ach so, das ist natürlich eine geile Idee, ne? News. At everyone, der Stream ist seit 18:30 Uhr an. By using at everyone, you are about to mention 90 plus people. Are you sure? Set. Du hast recht. Ich bin der Meinung gewesen, dass die Leute in den News-Channel reingucken, weil da in der Regel sonst eigentlich nichts reingeschrieben wird und da eigentlich, was da drin steht, relativ wichtig sein sollte. I have at other at everyone, the stream is on. Na, gucken wir mal ganz kurz im 5. Ich habe jetzt so ganz kurz überflogen. Im 5. Oktober Blogpost hat jemand eine Frage gestellt. Can we expect co-op for BTD6 at some point? It was one of my favorite features of BTD5. It would be awesome to see it return. Na, fragen halt schon Leute nach, nach dem Co-op. Und sie schreiben mal, wir haben euch gehört und es ist auch, was wir in zukünftigen Update ins Game bringen wollen. Aber sie können immer noch nichts sagen, ne? Sie wissen immer noch nicht, wann sie Co-op bringen können. Oder wann Koop kommen wird. Super traurig, ja. Ansonsten haben wir hier nichts Interessantes. Wieder irgendwelche Updates für BTD, BATD und, anders Game, wie hieß es? Okay, nur für BATDD. Okay, er kann Tarns, er kann Dings kaputt machen. Auch also aktuell. Yes. Kann der Tanz, ich weiß gar nicht. Naja. Ah, wird schon. So, BATDD haben sie wieder den ganzen gemachten Update. BD6 hat eine iPhone XS, XR und XS Max Support, also Unterstützung bekommen. Ansonsten auch nichts Interessantes hier drin. Und hier ist auch nichts Interessantes. Okay, also die letzten Blogposts waren ziemlich, Müll. Muss ich sagen. Ja, war jetzt nicht so geil. Aber gut. Machen wir hier Schönes nochmal. Alchemisten hin. Alle ein bisschen stärker machen. Ich war noch einkaufen und hab mir was zu essen geholt. Ich war auch voll einkaufen. Hab unterwegs geschrieben, dass ich um 18:30 Uhr streame. Da war ich gerade auf dem Weg zum Lidl. Internet-Handy-OP, Handy-Internet-OP.
Internet-Handy. Ha! Schon mit direkt im McCreason. Gleich Overwatch-Event. Und aber das ist ja für Ping, ja. Deswegen habe ich so wenig Viewer, weil Overwatch-Event ist. Ich habe da überhaupt kein Interesse mehr dran, an Overwatch. Ich habe es echt am Anfang ein bisschen zu krass gesuchtet, glaube ich. Und es hat ziemlich eintönig gewonnen, das Spiel. Deswegen macht es mir auch überhaupt keinen Spaß mehr. Ich will nicht mal mehr zugucken, will ich, ja. Ich habe damals noch so eine Phase gehabt, wo ich zugeguckt habe. Aber jetzt habe ich eher so eine LOL-Phase, ne? Eigentlich eher so eine LOL-Phase. Ich liebe den Panzer, der ist schon echt heftig, ne? Aber der Level hat super langsam. Der ist gerade mal Level 6. Und bis Level rund um 100 wird der gerade mal bis Level 14, 15 oder so sein. Das ist echt heftig. Wieso mag niemand den Raketenhändler? Also ich habe das Spiel nicht, deswegen weiß ich nichts. Weil er ziemlich schwach ist, Marcel, ne? Der hat eigentlich nichts, warum man ihn benutzen sollte. Wirklich, er hat nichts Positives. Sein Skill ist, dass er Bombentürme bufft. Aber Bombentürme benutzt man in der Regel nicht, weil die schwach sind. Ne? Deswegen, ja, hat er nicht ganz einen ganz so geilen Ruf. Bin weg, bin später aus der Rinne auf K-Games. Du bist mein größter Fan, Tarke. Herzlich willkommen. Wie viel habe ich verpasst? Der Chimps-Modus, also Chimps-Mission und Ouch auf Mittel. Beides easygoing abgeschlossen. Sag mal B-A-T-T-D dreimal schnell hintereinander. B-A-T-T-D, B-A-T-T-D, B-A-T-T-D. Ausgesprochen, das ist natürlich extrem heftig. Bloons Adventure Time, Tower Defense, Bloons Adventure Time, Tower Defense, Bloons Adventure Time, Tower Defense. Easy, hab's geschafft. Striker Jones macht einfach kaum Schaden, sowohl am Anfang als auch am Ende. Und dein Support ist ja auch nicht. Ninja Cube muss ihn drastisch buffen, was sie aber zurzeit nicht tun. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber gut, da wird er nicht benutzt, ne? Passiert. Alter, die fette Range, ey. Ich bin ein bisschen spät. Mach nichts, Tigerfell, ne? Ich werde sicherlich noch über eine Stunde streamen. Du hast nichts verpasst. Das ist jetzt aber ein bisschen traurig, Jacob, ne? Ich habe mich so angestrengt beim Schimpansenmodus. Hab mich mit euch unterhalten währenddessen. Und mich nicht auf das Game konzentriert. Wie kannst du sagen, dass da nichts passiert ist? Oder dass er nichts verpasst hat? Hm. Ein bisschen mit traurig. Ein tödlichen Nägel ist auch ganz okay. Ach, hier kann man weit machen, ist okay. Ich habe einfach keine Benachrichtigung bekommen. Ja, das ist bei YouTube ganz oft so. Entweder sie buggen, was ich aber weniger zweifle, es ist eher so, dass die andere Kanäle eher bevorzugen. Und Bestandskanäle, die halt nicht so krass viel Umsatz machen, halt nicht mehr so pushen. Ja. Was hältst du um den ganzen Schritt, ob die Community innerhalb des einen Jahres, dass die Ouch auf Chimps schaffen? Was ist deine aktuelle Ansicht darüber? Ouch wurde doch schon auf Chimps geschafft, oder? Wurde Ouch nicht auf Chimps geschafft? Ich glaube schon. Was noch nicht auf Chimps geschafft wurde, ist Matschpfützen. Aber das ist wirklich nicht möglich. Kennst du Skygear und so mit den Hater von... denen? Nee, kenn ich nicht. Ich kenn Skygear nicht. Keine Ahnung, wer das sein soll. Also auf Daumenregen sollte ein Held so... Was... Also auf da, als da, auf Daumenregel. So hat ein Held zu Level 10 so ohne 60 bis 63 sein, ist mir aufgefallen. Yes. Ja, der wird sicherlich erst 65 ohne 10 sein, Stufe 10 sein. Kriegt super langsam Erfahrung. Guten Abend, RBN. Hi, Spooky. Hast du schon Abenteuerzeit geschaut? Adventure Time meinst du? Nee, nee, bin ich jetzt aber auch nicht der Fan von, muss ich sein. Schau mir wieder nach, mein Ampro ist sehr lecker. Was gab's denn, Flassig? Hey, Johnny. Bitte bau einen Superaffen. Boah, der ist aber super langweilig. Ah, gut, ich habe gerade irgendwie eh keine Ahnung, was ich sonst noch so bauen soll. Boah, der ist so fett geworden, wirklich. Also mal abnehmen.
Rückschlag war. Schwarzer Ritter. Wo war der Roboaffen? Ne, ich finde den Roboaffen geiler. Mach den Roboaffen mehr. Sieht einfach viel geiler aus. Viel stylischer. Ich meine, dass keine wichtigen Informationen oder so kamen. Das hatte ich böse gemeint. Ja, entspann dich. Alles gut. Ich bekomme nie Benachrichtigungen. Ja, mein Kanal ist da. Ich weiß nicht, YouTube mag meinen Kanal nicht mehr. So, auch bei dem einen Let's Play, was ich gestern angefangen habe, hier Dark Dragon, meinten auch ganz viele, ja, du hab gar keine Benachrichtigung bekommen, das Video gibt's bei uns gar nicht. Und wo ich mir auch so dachte, danke YouTube. Voll assi. Wisst ihr, die zweite Folge, die hat mehr Views als die erste Folge. What? Ah, YouTube spinnt da manchmal echt rum, ey. Schon manchmal sehr, sehr merkwürdig, was die da machen. Gulasch. Lecker. Autsch, wurde schon auf Chimps geschafft, yo. Ja. Mattpfützen, ist halt auf Chimps nicht möglich. Kannst du mal das Flugzeug bauen, bitte? Na, jetzt nicht, Lukas. Ja? Jetzt habe ich jetzt einen super Affen gebaut. Was ist das billigste Ende? Bei dem super Affen. Ich denke mal, die mittlere war. Na, ne. Doch, mittlere. Antiblumen, 108.000. Ist jetzt aber nicht so geil. Das sieht einfach nur geil aus, aber ich denke, der wahre Sonnengott oder Legende der Nacht ist noch viel geiler. Wobei ich denke, nach Schwarzen Champion würde ich auch keine Legende der Nacht mehr machen. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Einen Bürojob. RBN. Weißt du, was die Legende der Nacht vom Superaffen kann? Ich habe ihn schon so oft probiert, aber es geschieht nichts. Mir wurde gesagt, ich habe ihn selber noch nicht probiert. Wenn ein Bloon durchkommt, ne, hier hinten, und du ein Leben verlierst, dann kreiert er am Ende der Strecke ein Portal, womit die Bloons, wenn die am Ende der Strecke reinkommen, am Anfang der Strecke wieder rauskommen. Das heißt, du kannst in der Zeit kein Leben verlieren. Und bist quasi unbesiegbar. Und hast dann wieder halt erneut die Chance, die Bloons kaputt zu machen. Ja, wurde mir berichtet, ob es stimmt, weiß ich nicht. Wie fett findest du den Superaffen? Super fett. Eins kleiner, zwei. Wird bitte jetzt eigentlich auf den PC kommen? Sie werden es sicherlich für Steam portieren, ja, davon gehe ich aus. Aber das wird sicherlich auch ein paar Jahre dauern. Ja, ist ja quasi ein komplett neues Spiel, was sie machen müssen. Das ist ja nicht einfach nur, okay, statt auf Mobile muss es jetzt auch auf PC verfügbar sein. Sondern die müssen das gesamte Game ja umschreiben irgendwie. Ja, andere Programmiersprache vielleicht, oder keine Ahnung. Was sie da alles machen müssen. Was machst du danach und was macht das Mana? Welches Mana? Ach, du meinst das hier oben, den Mana-Schild? Der gibt mir 25 Leben. Das heißt, ich habe jetzt beim Platz nicht ein Leben, sondern 26. Und nach jeder Runde füllt er immer wieder 5 Leben auf, bis zu einem Maximum von 25. Das heißt, wenn ich jetzt 10 Leben verliere, habe ich danach halt. Also